Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe tatsächlich das unsagbare Glück, dass Dalton unter anderem mich auf dieses wundervolle Event eingeladen hat hier auf Korfu. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal mitnehmen und euch zeigen, was ich hier erleben werde und wie das alles so ist, was ich hier sehe. Und ja, wie immer, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mein Zimmer Nummer 130. Checken wir das mal ab, wie es hier so drin aussieht. Hier haben wir eine Schlüsselkarte. Ich sehe schon so einiges, Leute. Oh mein Gott. Okay. Wir kommen hier rein. Und es ist schon mal bombastisch, oder? Ich glaube, ich muss mal Licht anmachen. Moin, da bin ich. Ich habe hier was zu trinken. Das ist sehr schön. Scheiße, guckt euch das an. Da steht mein Name. Da steht Claudi. Oh, das ist süß. Das ist so ein Tuch, ne? Pariro oder so ist das dann. Dann haben wir hier tatsächlich, was so geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Abläufe, richtig geil. Bisschen was zum Naschen. Eine mega geile Tasche. Ich muss mich da noch durchstöbern, ne? Da ist einfach eine Schildkröte. Das finde ich süß. Etwas, was ich gerade gesehen habe, was mich gerade so umhaut. Guck mal. Das sind Sammy und ich. Das ist aber ein schönes Bild. Oh, ich heule, Leute. Aber wir sind hier natürlich noch nicht fertig mit dieser unkrassbar fahren Roomtour. Ein bisschen was zum Chillen. Ein bisschen was zum Naschen mit einem lieben Gruß vom Hotel scheinbar. Dann haben wir hier ein Fernseher. Sehr groß. Okay. Ein bisschen Kaffee. Ne? Aber auch Tee. Das finde ich richtig geil. Kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Zieht euch das rein. Ich habe den geilsten Meerblick überhaupt. Nee. Wie geht die Tür auf? Hier. Okay. Das muss man wahrscheinlich so machen. Dann ziehen. Nein. So. Dann ziehen. Ich krieg's noch nicht auf, Leute. Nee. So. Und ziehen. Okay. Ich hab's. Theoretisch, ne? Wenn ich, dann hätte ich jetzt einen Aschenbecher. Aber nö, ist jetzt ja nicht mehr der Fall. So habe ich jetzt einfach diesen unglaublichen, unfassbar schönen Ausblick. Ich sehe das Meer, ich sehe die Weite, die wunderschöne Insel Korfu. Ich falle vom Glauben ab, Leute. Okay, dann gehen wir hier wieder mal zurück. Denn natürlich, ich muss mal eben kurz ein bisschen was ablegen, haben wir auch einen Sanitärbereich hier. Alter. Ja, das ist mal ein Sanitärbereich, ne? Also so viele Spiegel, das ist schon mal der Hammer. Was ist das bitte? Es gibt Menschen, die das Dusche nennen. Ich nenne das einfach ein Paradies. Eine schöne Regendusche. Oh mein Gott. Komme ich nicht drauf klar. Da steht auch noch ein kleines Täschchen. Das ist dann wahrscheinlich beim Hotel. Oh mein Gott. So. Hallo, Claudi. Hallo. Yay. Okay, und hier haben wir dann natürlich alles an Produkten, was mein Herz begehrt. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt dürft ihr ja auch, ne? Sommer Claudi, euch 25% Rabatt geben, wisst ihr Bescheid. Also noch dürfte das aktuell sein. Das sind also alles Lieblingsprodukte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ampullen. Und so. Und das ist ein Traum. Ich weiß nicht, wann ich aufwache, aber das ist tatsächlich ein Traum. Warum habe ich nochmal ganz schnell eine Lippenpflege eingepackt? Manchmal bin ich merkwürdig. Hammer. Schön zur Gesichtsreinigung. Eine schöne Creme. Und warum habe ich mir Make-up mitgenommen? Brauche ich doch gar nicht. Zieht euch das rein. Hier habe ich dann auch ein bisschen noch einen Leave-In-Conditioner. Kann ich auch natürlich sehr gut gebrauchen. Ich bin einfach fassungslos. Ein kleines separates Klo und auch dort hängt irgendwie ein cooles Bild dran. Leute, ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Aber irgendwie genieße ich es gerade echt hart. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute geht's auf eine Bootstour. Dementsprechend habe ich mich schon mal schick gemacht mit meinen wunderschönen Birkenstockschuhchen.
schickes Kleidchen, beziehungsweise eher ein luftiges Kleidchen, das ist dabei wichtig. Bikini habe ich drunter und ja, ansonsten Lichtschutzfaktor im Gesicht. Für den Körper mache ich dann nachher, wenn ich auf dem Boot bin. Und ich bin super aufgeregt, freue mich wie Bolle und würde euch jetzt super gerne zeigen, was ich jetzt in meiner Tasche so drin habe, die ich gepackt habe für, ja, fürs Schwimmen quasi. Also für die Bootstour am Meer. Das ist echt Wahnsinn, Leute. Die erste Nacht war übrigens ziemlich cool. Hier sieht mein zerstörtes Bett aus. Da habe ich eben auch noch so ein bisschen ja, die anderen Kissen halt draufgeschmissen, sage ich jetzt mal. Die Tasche an und für sich habt ihr ja quasi schon gesehen. Das ist ja die von Jubilist, ne? Die haben wir ja geschenkt gekriegt jetzt von Dalton. Das hier ist übrigens meine Kameratasche. Da habe ich auch noch Ersatzakkus und Ersatzspeicherkarten und sowas drin. Dann hat die liebe Melli, also Mello Flori, mir auf den letzten Drücker noch diesen mega coolen Strandhut besorgt. Und ja, damit ich halt nicht so diesen Sonnenstich auf die Birne kriege. Also Melli, vielen, vielen Dank. Richtig, richtig geil. Und das ist der Blick in meine Tasche. Ja, mein Schwimmhöschen. Das hier sind total fancy pantsy Schwimmschuhe. Gerade so in Griechenland kann ich das nur empfehlen, wenn ihr euch halt so Schwimmschuhe holt, weil man oft etwas steinigere Strände hat. Und das, ja, kann man halt anziehen und dann hat man keine Aua. Und hier habe ich dann, ja, natürlich Lichtschutzfaktor für den Körper von Dalton. Sehr, sehr geiles Produkt. Sommer, Claudi, wisst ihr Bescheid, 25% Rabatt. Wie oft sage ich das in diesem Vlog? Eine Maske muss sein, ne? Dann habe ich meinen Notfall-Snickers. Die liebe Anna, die tut mir jetzt schon leid. Sie hat gestern auch schon gelacht und sie wohnt hier im Nebenzimmer und sagte zu mir, sagst du doch einmal Snickers, klopfe ich nachts bei dir an die Tür und will einen Snickers. Dann habe ich hier auch tatsächlich eine Sonnenbrille, das ist ja von Zinf, meine Sonnenbrille. Notfall-Nasenputztücher. Eine Powerbank. Was ist das? Ja, Lippenpflege und hier habe ich halt, falls mir schlecht wird, so Viecher, das ist halt wegen der Schwangerschaft. Vorher waren wir natürlich morgens frühstücken und da möchte ich euch einfach nicht vorenthalten, wie wunderschön dieses Frühstücksbuffet ist. Ich glaube, ich habe nicht mal alles auf Kamera gefilmt bekommen, aber schaut es euch selber an. Es ist der Traum überhaupt für jeden Menschen, der gerne frühstücken geht. Wir machen gerade eine kleine Klassenfahrt. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Wir sitzen hier, kriegen unser leckeres Yum und das erste, was man so macht, Kamera raus, drauf filmen, sich dann selber so ein bisschen heiß machen, in diesem wunderschönen Eiskaffee gleich in sich reinzuzimmern und ja, ne? Den gönne ich mir jetzt aber auch. Übernommen.
Tour war turbulent, war sehr, sehr geil eigentlich, weil wir auch ins Meer gesprungen sind. Ich war auch im Meer. Ihr habt ja selber schon gesehen. Mensch, was erzähle ich denn hier? Genau, nur die Rückfahrt war etwas interessant, denn ja, es ist mir etwas auf den Magen geschlagen. Aber Leute, ne, ist ja auch nicht schlimm. Jetzt haben wir uns ein bisschen schickimicki gemacht und werden uns jetzt tatsächlich auch Richtung Abendessen bewegen. Ich habe mich auch relativ schick gemacht, also einfach ein T-Shirt an, ne, lange Röckchen. Hier haben wir die kleine Kiwi zum aktuellen Zeitpunkt. Und die ist ganz schön aufgebläht, ne? Ich weiß nicht, warum die sich so breit machen will. Ja, ansonsten langer Rock. Dann läuft die Party. Guckt euch mal diese Kulisse an. Da konnte ich doch nicht anders, als jetzt zu sagen, komm Leute, wir machen jetzt mal so einen kleinen Vlog hier. Kleinen Vlogging-Moment. Das ist Wahnsinn. Hier warten noch ein paar. Der Rest vom Schützenfest. Genau, und hier oben sind die Zimmer. Und ich wohne ungefähr da. Ungefähr. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der letzte komplette Tag, den wir hier auf Korfu haben werden. Es ist Samstag und ich habe noch ein bisschen Zeit, denn ich bin relativ früh heute Morgen aufgestanden und ich treffe mich gleich mit Melli zusammen zum Frühstück um 9 schon. Und ja, weil es geht irgendwie um 11 Uhr dann auch ins Live. Das heißt, für euch war es dann so um 10, muss ich dann gleich nochmal auf Instagram posten. Ich hoffe, dass viele von euch dann auch zugucken werden. Ich bin super gespannt. Ich bin super, super gespannt, wie heute der Tag so wird. Wir werden auch Korfu Stadt so ein bisschen besichtigen können und aber auch noch ein bisschen chillen, runterkommen, am Pool liegen mit ganz viel Lichtschutzfaktor. Es ist einfach nach wie vor, wenn ich hier die Terrassentür oder die Balkontür aufmache, ne, das Ding hier morgens, da ist ja quasi mein Hotelzimmer und hier in diese unfassbare Kulisse schaue, es ist wie ein Traum, Leute. Das ist Meer. Das ist unglaublich. Also es ist einfach irgendwie schade zu wissen, dass morgen der Traum schon vorbei ist, aber so eine schöne Zeit hier. Ich sauge jeden Moment in mich auf wie ein Schwamm und es ist einfach total genial. Also ja, mal gucken, was der heutige Tag so bringt. Und auf jeden Fall steht heute ja auch noch die White Greek Party an in Korfu Stadt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es wird. Es hatten mich auch welche gefragt, Mensch Claudi, kannst du nicht mal zeigen, was du so an Pflege, an Schminke mitgenommen hast? Pflege und Schminke, eigentlich ist es schwierig, ne? Weil ich habe ja hier alles bekommen. Aber ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ich Schminke hier, also von Nähe, dass die Produkte hier stehen werden. Deswegen kann ich euch mal zeigen, welche Produkte ich eingepackt habe, so wo ich mir gedacht habe, die könnte ich wirklich gebrauchen, ne? Und das ist nämlich hier meine Tasche. Ich habe tatsächlich einen Concealer mitgenommen. Das ist hier auch der von Nee, ne? Ich habe den in N0. Genau, der ist sehr, sehr cool, weil der halt auch nicht in die Fältchen kriecht und so. Sehr entspannt. Dann habe ich eine Mascara mitgenommen. Das hier ist die von Douglas. Die Vice Versa Mascara mag ich sehr, sehr gerne. Ein Parfum habe ich mitgenommen. Das ist kurz bevor ich losgefahren bin angekommen. Ist keine Kooperation von Viva V. Das hatte ich mir gekauft mit dem Code von Like a Daisy in Spring von Sarah Isabel. Exakt 2 Pinsel habe ich mitgenommen. Das ist einmal hier von BH Cosmetics. So ein Blendepinsel, mit dem man auch super Highlighter auftragen kann und mit dem man auch unter den Augen super setten kann, ne? Dann habe ich ein, ja, eigentlich ist es ein Blushpinsel von Real Techniques mitgenommen, aber den habe ich halt genau deswegen mitgenommen, weil ich eine entsprechende Face-Palette auch eingepackt habe. Da kommen wir aber gleich zu. Der ist sehr fluffig und so und da habe ich halt einfach die Tage vorher geschaut, Mensch, welcher Pinsel eignet sich da am meisten und da bin ich auf dem auf jeden Fall hängen geblieben. Dann habe ich hier von M. Arsam einen Augenbrauenstift, von Revolution einen braunen Eyeliner, Flüssig-Eyeliner, auch sehr, sehr cool.
von Benefit, den 24-Hours Brow Set hast, ist für mich einfach ein richtiger No-Brainer. Ja, das ist Pflege, ne? Indie Fresh hatte ich auch noch in der Apothekenbox drin gehabt, kurz bevor ich weggefahren bin. Und ja, deswegen, also die habe ich halt auch eingepackt. Finde ich aber auch gerade aktuell sehr, sehr praktisch, Leute. Und ja, für frischen Wind ist das immer ganz gut. Dann habe ich diese Face Palette eingepackt und die habe ich auch in in Luftpolsterfolie gemacht. Das ist von Tamtam Beauty, die Bridal Face Palette, aber da kannst du natürlich auch jede andere Face Palette verwenden, ne? Und da habe ich nämlich alles drin, was ich brauche, theoretisch. Also Puder, Highlighter, Blush, Kontur und Bronzer. Und ja, deswegen. Also die sind auch recht angenehm pigmentiert. Also es ist noch recht natürlich, aber halt nicht zu intensiv, ne? Und nicht zu wenig, so. Und ich kann sie halt auch, und das finde ich sehr, sehr gut, als Lidschatten verwenden. Das habe ich auch die Tage jetzt immer gemacht, oder die Abende vor allem, dass ich mir den Kontoton einfach in die Lidfalte oder etwas höher gegeben habe. Diesen Bronzerton nach außen, manchmal den Blush aufs komplette Lid oder eben ganz weggelassen. Den kann ich auch an den unteren Wimpernkranz ein bisschen blenden. Und den Highlighter einfach komplett auf das bewegliche Lid, Inner Corner und Augenbrauen-Highlight. Für dich ist die Laube. Also richtig, richtig cool. Und ja, der Kontoton krümelt ein kleines bisschen. Sieht man. Okay. Dann, ja, für die Base, Leute, ne? Dalton Face Care Perfect Complexion. Das ist diese BB-Cream, habe ich in der Farbe 01 Ivory. Hatte ich auch schon so zu Hause. Ich hatte sie hier nochmal stehen in der Farbe 02, aber 01 passt mir wirklich viel, viel besser. Eine ganz coole Geschichte. Klar, ne? Dalton-Produkt, 25% Rabatt, Sommerklaudi, ich sag's ja ständig hier. Sehr, sehr empfehlenswert. Blasenpflaster, tatsächlich, Fun Fact, ne? Auch wenn ich sie jetzt heute, also ich habe sie bislang noch nicht gebraucht. Das hier habe ich von Dalton auf dem Bett liegen gehabt. Das ist eine wunderschöne Haarspange. Zwei Scrunchies, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, aber in der Theorie finde ich sie echt hübsch. Dann natürlich eine Bürste, das fand ich auch wichtig, ne? Bei Haaren, also brauche ich das halt. Hier habe ich eine Nagelschere und eine Pinzette drin für den Fall der Fälle. Ja, ein Lippenprodukt, das habe ich aber nicht gebraucht. Das ist halt ein nudefarbener Lippenstift von Beauty Bakery, ne? Mochte ich gerne leiden damals. Und Skinny Dip ist die Farbe, als ich halt quasi meinen Test-Schminki gemacht habe. Dann habe ich hier so einen Doppelspiegel, den hatte ich auch in so einer Odens Eye Box drin. Übrigens hier auch ein Leave-In Conditioner und Slip-Einlagen. Ein bisschen Ersatzschmuck, also einmal quasi Goldschmuck und einmal Silberschmuck habe ich mit. Dann ein Sponge, den ich gar nicht auswasche, weil die Foundation und den Concealer blende ich damit aus. Und das mache ich tatsächlich trocken. Funktioniert auch sehr gut. Dann hatte ich auch hier ein Dior Addict Lip Maximizer mitgenommen, also ein Lipgloss habe ich einmal verwendet, aber meine Lippen sind irgendwie auch zu, weiß ich nicht, zu trocken. Das geht irgendwie nicht so ganz so gut. Nehme ich lieber eine Lippenpflege. Das hier war jetzt hier tatsächlich von Nee, das Compact Powder, No Trace Compact Powder. Das habe ich jetzt anstatt von dem Banana Powder aus der Bridal Face Palette abends immer verwendet, weil das doch von meinem Ton her etwas besser funktioniert hat. Dann hier so ein Toner, aber den hätte ich eigentlich auch nicht gebraucht, weil ich ja hier meine Produkte von Dalton auch stehen habe. Sowas finde ich auch immer sehr wichtig, wenn man halt Nagellack trägt, ne? Ich wollte natürlich nicht 10 verschiedene Nagellacke mitnehmen und habe deswegen einfach nur einen Topcoat mitgenommen, dass wenn sowas passiert, wie bei diesem Nagel hier, dass der, ne, so ein bisschen abbricht, dass ich einfach nur ein bisschen Topcoat drüber gebe, dass er nicht weiter einreißt. Fertig ist die Laube, also quasi der Nagellack nicht weiter absplittert. Das ist der beste Topcoat, den ich bislang getestet habe. Von Essie, der Platinum irgendwas. Platinum Braid Finish. Geiles Zeug. Auch den hier, den Becker Under Eye Corrector, habe ich nicht verwendet. Hätte ich nicht gebraucht. Da reicht eigentlich der Concealer. Also so viel wirklich zu den Schminkprodukten. Ja, das wollte ich gegebenenfalls nochmal ausprobieren. Klar, Deo habe ich auch mitgenommen. Dann habe ich mir aus der ganzen Geschichte, die hier so stand, diese Produkte rausgesucht. Von Dalton die Hyaluronic Urea Cream. Das ist für abends für mich echt total geil. Für morgens habe ich hier die Sensitive Care. Dann die Augencreme Extreme Lift, auch richtig schön. Toner habe ich hier, Comfort Clean Sensitive Skin. Dann habe ich hier noch den Make-up-Entferner für Augen-Make-up, auch sehr, sehr schön. Und eine Zahnpasta, eine Zahnbürste.
Dann habe ich hier, eigentlich ist es auch als Fixing Spray, kannst du aber auch als Primer, als Toner, als alles gefühlt verwenden von Dalton, ne? Face Care, Freshen Up, richtig, richtig geiles Zeug. Habe ich euch auch in meinen Sommer-Favoriten gezeigt. Dann habe ich hier noch die After Sun stehen. Eine Multitasking-Ampulle ist übergeblieben, denn ich habe die anderen vier schon verwendet. Danach werde ich wahrscheinlich hier das Anti-Aging-Ampullen-Set anbrechen, Marine Selection, denn das ist mein absolutes Lieblings-Ampullen-Set von Dalton. Dann habe ich hier auch noch den Lichtschutzfaktor mit Lichtschutzfaktor 30 stehen und mit Lichtschutzfaktor 50. Den nehme ich für den Körper, den nehme ich für Gesicht, Hals, Dekolleté. Dann habe ich hier auch noch Augenpads liegen, super schön für morgens geeignet. Hallo Claudi, steht da immer noch, voll geil. Und dann hatte Dalton mir hier Wattepads hingehangen, die tatsächlich normalerweise nehme ich ja wiederverwendbare Abschminkpads, was ich im Urlaub schwierig finde. Deswegen verwende ich die dann auch tatsächlich. Hier habe ich so eine kleine Aufgebrauchtüte tatsächlich auch liegen. Tatsächlich, wie oft sagt sie das? Tatsächlich relativ häufig, ne? Das wollte ich nämlich abfotografieren, dass es auch mit ins Aufgebraucht-Video reinkommt. Ja, die Dusche. Da hatten auch einige nachgefragt, ob ich da mal so ein bisschen langsamer durchfilmen kann. Ja klar, kann ich machen. So, da ist die Rinne. Ne? Genau. Hier steht auch alles, weil herzlich willkommen in einem richtig krassen Hotel, ne? Aber ich hatte natürlich auch ein bisschen was mitgenommen. Ein kleines Shampoo, einen kleinen Conditioner hatte ich mitgenommen, mein Rasierer. Ne? Und der darf natürlich nicht ins Handgepäck. Das ist das Bulldog, genau. Die gibt es aber auch von Balea Men, ganz ehrlich. Ne? Und sind deutlich günstiger, mindestens genauso gut. Ein bisschen Duschgedönsen hier von Douglas Home Spa. Lailani Bliss ist einfach auch richtig schön sommerlich vom Duft her. Und Sensitive Skin Comfort Clean, das ist halt nochmal ein Reinigungsfluid, um das Gesicht sauber zu kriegen. Ganz schön viel, ne? Also theoretisch hätte man jetzt nicht, also ich habe nicht viel mitgenommen. Pflege tatsächlich. Ich werde aber vieles mit nach Hause nehmen, weil hier super viel stand in alles, was ich selber nicht verwenden werde. Auch von den Nähprodukten, also von den Make-up-Produkten, wird in diesem Video ja tatsächlich verlost. Habe ich das schon gesagt? Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Genau, ja, alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei und mach gerne an der Verlosung mit. Gott, was ist das für eine Rederei? Ihr wisst Bescheid, ne? Viel Erfolg, viel Glück. Und jetzt gehe ich erstmal frühstücken mit der lieben Melli, denn ich habe echt Schmacht. Und bis um Tram, sagt man bei uns in Norddeutschland, ne? Oder in Westfalen vielmehr. Die Sonne strahlt in mein Gesicht. Und warum ich auch ohne Sonne strahlen würde, zeige ich euch gleich mal eben kurz. Denn Leute, wenn ihr sehen würdet, was ich sehe, ihr würdet dem Hund nicht mehr zukriegen. Abgesehen von den mega schönen Mädels, die mit mir hier gerade an einem Tisch sitzen, worum ich wahrscheinlich jeder Mann dieser Welt beneiden würde, habe ich die krassesten Sachen überhaupt hier auf meinem Tisch stehen. Und mein Blick geht einfach direkt ins Meer. Oder ans Meer. Ich weiß auch nicht, jetzt ist einfach der Hammer. Okay, jetzt erstmal das Materielle. Diese Produkte, ne? Lieblingsampullenset steht direkt vor mir. Lieblingsmaske ist am Start. Eine Augencreme, die wir wahrscheinlich sehr intensiv gleich mal zusammen testen werden. Ein Spiegel. Dann habe ich vor mir die wunderschöne Anna sitzen. Immer busy. Alle sind hier busy. Dieser Meerblick, Leute, es ist einfach die traumhafteste Kulisse ever. Landscape. Meine Kamera schaltet einfach schon direkt diesen Modus um. Es ist ein Traum. Alle sind busy. Alle sind aufgeregt. Wir gehen gleich live mit Instagram und hier sind die schönsten Frauen, die Deutschland zu bieten hat. Wo sind die? Yay! Wo die sind? Du hast so einen Spiegel vor dir. Guck da mal rein. Ja! Es ist so wundervoll, Leute. Also, traumhafter geht's nicht. Wie wunderschön, ich sag's euch, Leute. Die wunderschönen Mädels. Ich muss mal eben kurz ein paar Stufen hochgehen, dass ihr die auch mal von vorne sehen könnt. Das ist der Wahnsinn, oder? Alle denken, wir gehen jetzt gerade zu einer Hochzeit oder jemand von uns heiratet. Aber natürlich heiratet keiner von uns. Wir müssen mal ein bisschen schick machen. Ich glaube, wir sind eine Attraktion, Leute. Da hat sich eine Menschenmenge gebildet.
Das ist der Wahnsinn. Wir Grazien waren jetzt tatsächlich noch mal kurz bevor wir essen waren, ein bisschen shoppen. Und ich kann euch auch mal so ein bisschen auf dieser Seite einblenden, wie dann das Kleid aussieht, was ich dann tatsächlich auch mir gekauft habe. Es musste sein, ich kann nicht anders, ne? Zack, da ist es schon wieder vorbei. Es ist echt Wahnsinn. Also so jetzt gegen, ne? Das ist ein bisschen blöd so zu filmen. Das mit dem Vloggen, das ist noch nicht ganz so meins, ne? Das muss ich echt noch, ihr habt ja selber, ja, ihr wisst es auch. Ich bin ja eher so die Sit-Down- und Redefrau. Wir haben es jetzt hier 8 Uhr. Ich treffe mich gleich mit Melli und Irina um 8.30 Uhr zum Frühstück. Und dann, ja, werden wir um 9.30 Uhr abgeholt und dann geht's Richtung zu Hause. Ich freue mich auf zu Hause, definitiv, ne? Ich werde das hier schon vermissen. Ich habe auch schon zu meinem Freund gesagt, Mensch, ich würde mich so freuen, wenn wir hier irgendwann nochmal zusammen hinkommen würden und ich halt diesen wundervollen Moment mit ihm teilen könnte. Das wäre schon schön, weil das halt einfach, es ist himmlisch, Leute, ne? Ich gucke hier aus dem Raum raus und was habe ich? Das Meer. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, also die Koffer sind gepackt. Die Koffer vor allem, ne? Das eine Ding. Und der ist aber auch ganz schön groß. Den kann ich euch jetzt zeigen. Ne? Das Ungetüm. Tschüss, du wundervolles und sehr, sehr angenehmes Hotelzimmer. Also wenn ihr mal hier seid, Zimmer Nummer 130. Das ist also wirklich Luxury Kabuxury. Das war dann jeden Morgen so mein Blick in dieses Atrium. Weiß ich auch nicht. Hier geht die Party ab, ne? Richtig, richtig schön, da ist Himmel. Direkt hier die Fahrstühle, war für mich halt echt 1A, ne? So. Ja, ich sehe echt aus wie hier, ne? Ich gehe jetzt auf Klassenfahrt, aber naja, das hier war mein Notfallkleid, was ich mitgenommen habe. Sofort natürlich hier Sneaker, ne? Easy peasy Sonnenschein. So geil mit der Wasserflasche. Ist ja eigentlich cool, wenn die Sonne im Gesicht ist, aber irgendwie ist es auch ein bisschen hell. Naja, also ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Koffer schon mal abgegeben bei der Rezeption, dass ich den nicht die ganze Zeit mit mir rumschlüren muss, ne? Weil ich werde jetzt ja gleich zum Frühstück gehen und wollte einfach noch ein bisschen euch hier draußen mitnehmen, was hier, ja, für ein paar Tage mein Zuhause sein durfte. Der Wahnsinn, Leute, es ist echt der Wahnsinn. Es ist traumhaft. Traumhaft. Das hier ist eher wirklich so für Kinder, ne, weil es etwas flacher ist. Da vorne ist es ein bisschen tiefer, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man darin nicht stehen könnte. Ne? Also Erwachsene können da ganz easy drin stehen. Das ist einfach der Infinity Pool überhaupt. So schön. Hier haben wir ja gestern mit Dalton zusammen das Live gemacht, wo uns Vanessa echt schön verwöhnt hat. Das war klasse. Da hinten haben wir uns am ersten Tag getroffen. Oh, das war echt, also hier, guckt euch die Kulisse an, das ist einfach so schön. Das Hotel ist auch einfach so extrem cool, ne? Wir sitzen jetzt hier im Bus, weil wir auf die andere Straßenseite tatsächlich müssen, um dieses Flugzeug da hinten zu bekommen. Ne? Wisst ihr Bescheid?